meine lieben Freunde, ich bin fit für heute. Und zwar werden wir heute rausgehen und flexen. Ich will endlich wieder weiter vorwärts kommen bei unserem Auto. Deswegen Schutzbrille und ich bin auch taub auf den Ohren und gut angezogen. Und wir gehen jetzt los flexen. Meine Kaffeemaschine ist kaputt. Jetzt dient es nur noch als Springbrunnen. Ja, das ist irgendwie kaputt gegangen hier. Also das gehört eigentlich da drauf. Und jetzt sieht man hier, ne, ist voll gebrochen. Und jetzt spritzt es einfach nur rum. Jetzt haben wir einen schönen Kreislauf. Ja, scheiße. So alt ist die noch gar nicht. Aber, jetzt war ich zu nah dran. Puh, mir ist heiß. So, wie mache ich das jetzt? Ich habe hier einen wunderschönen Wasserkocher. Ich kippe einfach Wasser hier drüber, damit ich heute meine Portion Kaffee kriege. Das ist was Blödes. Aber so alt ist sie noch gar nicht. Eigentlich komisch, dass die schon kaputt ist. Aber gut. Gutes Stück abgekriegt. Der Plan ist es jetzt, das Teil im Prinzip nach vorne zu kippen, damit wir von unten dran kommen. Und deswegen kippen wir und kippen wir und kippen wir und irgendwann müsste er dann nach vorne wegklappen. Und dann kommen wir relativ gut von unten dran und können endlich den Motor rausholen. Freunde, ich bin froh, dass es vorbei ist. Der Motor ist draußen. Gott sei Dank. Ich habe jetzt wirklich den ganzen Tag dann noch dran gesessen und rumgeschraubt. Ich bin so fertig. Ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, das werde ich nie wieder machen. Ein Auto im Hof.
auseinanderzunehmen. Das war eine Heidenarbeit und wir sind eigentlich noch nicht fertig. Aber ich zeige euch mal den Motor. Das ist das gute Teil. Leute, ihr glaubt nicht, wie schwer dieses Ding ist. Ihr könnt es euch nicht mehr vorstellen. Also zu zweit können wir ihn nicht tragen, also nicht heben. Kann man voll vergessen, nicht mal ansatzweise kann man den heben. Wir hatten ein Rollbrett drunter, das ist kaputt gegangen. Schieben auf dem Brett hier war echt schwer, ja. Also wirklich sauschwer. Wir haben tausendmal hin und her. Also wir haben bestimmt eine halbe Stunde lang geschoben, um den Motor hier hinzukriegen. Echt. Das mache ich nie wieder. Und dieser Motor, der muss, keine Ahnung, wahrscheinlich 500 Kilogramm schwer sein oder so. Also wirklich extrem schwer. Aber geiles Teil. So, und jetzt sind wir draußen. Noch den ganzen Metallschrott, den wir nicht mehr brauchen. Wenn wir alles entsorgen. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie noch so ein bisschen klein kriege, damit man es tragen kann. Weil jetzt kann man es eigentlich nur schieben. Damit wir dann Transporter mieten und das dann in den Transporter schmeißen und dann zur Metallverwertung bringen. Dann gibt es ja vielleicht auch noch mal ein paar Cent dafür. Ja, und der Platz selber endlich wieder frei. Das passt super, wieder ein Auto rein, ohne Bank sogar zwei Autos wieder rein. Und bis Mai wollen wir das hier weg haben. Also Xillen hat ja jetzt Urlaub, das schauen wir mal, dass wir das jetzt im Urlaub noch machen. Und damit wir dann im Mai wieder den Pool hier hinstellen können. Sonst wird das nichts. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt hoch, dusche und mache dann Feierabend für heute. Ich werde nichts mehr tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.